Wir sollten eine Baufirma aufmachen. Auf jeden Fall. Das ist eine Hoch- und tolle Tiefbau, Idee. Kaktus das, da, und da, Flamingo. Da kann so. Nichts schief gehen. Ja. Dann haben wir natürlich hier einen Balken aus. Durchs Bett. Aber egal. Denn naja. Das teilt dann. Ja. Dann habe ich halt einen mega Stamm zwischen die Beine. Das geht den ganzen Abend so weiter. Nur mal zur Vorwarnung. Endlich so. Ein mega Stamm zwischen den Beinen. So, pass auf. Ein bisschen Holz haben wir noch hier. Ich gucke jetzt einfach, ob das was wird. Und zur Not müssen wir es wieder abreißen. Ja. Wäre nicht das erste Mal. Nein. Das ist richtig. So, und wie war Hamburg? Schön war Hamburg. Wart ihr nur in Hamburg? Ja. Im Resident... Ach, ich nicht, wie heißt das? Evil. Blue. Nicht Evil. Nicht Resident Evil. wie heißt denn das blöde Hotel? Heißt es nicht Resident Blue oder so? Kann sein. Also ich... Ich kenne mich jetzt nicht mit den Hotels in Hamburg aus. Ich habe halt durch die Fotos gesehen, also, wo ihr du wart. Du kommst doch von da. Ja, aber ich kenne doch nicht die Hotels. Ich bin doch jetzt hier nicht der Hotelszenen-Kenner. Also es ist noch die Spitze von vom Eisberg. Von der Reeperbahn. Ah, ah, ah. Bereich. Stadtviertel, sag ich mal. Ich kenne da... Waren wir an Landungsbrücken waren wir, auf Reeperbahn schön. Waren wir, Hafen City waren wir, viel Fisch essen waren wir. Und ihr wart die ganze, eine ganze Woche wart ihr da, ne? Oder? Nee, drei Tage nur. Drei Tage, achso. Den Rest waren wir bei ihm zu Hause in Braunschweig. Braunschweig, da kenne ich auch drei Leute. auch drei Leute. Ja, ich komme ja nur mal von hier. Ich meine, dass ich überhaupt drei Leute in Braunschweig kenne. Ja, das ist schon der Hammer. Redison Blue, sagt dein Mann. Redison Blue. Das kenne ich natürlich, ja. Habe ich das nicht gesagt? Aber ist das Redison Blue nicht Dammtor? Aber habe ich nicht Redison gesagt? Nee, Residenz habe ich gesagt. Ne? Ist doch quasi dasselbe. Naja, auf jeden Fall cool. Ja. Ja, Hamburg und, ist schon sehenswert. Da haben wir Stadtrundfahrt gemacht und waren in einem im alten Elbtunnel. Das ist geil, ne? Da durchlatschen und so. Das war irgendwie, es war mir erst irgendwie spooky, dass wir da runtergefahren sind. Aber ja, ist ganz cool. Vor allen Dingen auf der anderen Seite, von der Elbe, sieht Hamburg viel schöner aus. Da war es so schön leise. Und ja. Ja. Wolltest du nicht mit hochkommen? Doch, ich wollte eben mal Baumstamm wegschmeißen. Oder warte mal, geh mal hoch. Hier liegt nämlich noch einer unter. Den nehme ich nochmal weg. So. Ich komme von hinten. Das ist immer gut. Was ist denn heute los? Oh, ich glaube, ich bin einfach zu müde. Nach müde kommt doof. Wenn du das so sagst. Was machst du denn jetzt? Wo läufst du denn da rum? Ich habe doch gesagt, ich komme von hinten. Boah, so weit von hinten kann ich auch nicht ahnen. Ja, mit Anlauf. unsere Stufen gucken raus auf der anderen Seite. Egal. Egal. Man muss mal neue Maßstäbe setzen. Als Architekt. Okay, das sieht so aus, als wenn das klappen könnte, was wir da veranstalten. Ja, sieht ganz gut aus, ne? Habt ihr auch eine Hafenrundfahrt gemacht? Nein, ich werde so schnell seekrank und ich hatte meine Reisetabletten nicht dabei. Ah, okay. Ich komme nicht rein. Schade. Hafenrundfahrt ist auch immer nett. Also wenn sie im Hafen ist und nicht beim Arzt. Mhm. Ja, vielleicht. Wir wollen irgendwann nochmal hin und nochmal eine Kiez-Tour machen.
So, oh. So richtig abgespeichert habe. Ja. Wollt ihr euch Stuten an die angucken? Weil in der Woche ist halt nicht viel los, ne? Nee. Kommst du nicht überall rein, hatte ich alles offen. Da ist tote Hose. Nee, also dafür ging's, fand ich. Ach. Alles toller Wortwitz. Ja. Heute wird's flach. Ja. Flacher. Oh. Ah, gab schon wieder eine Ausdauer, Alter. Das ist. Ah, ich auch nicht, aber ich habe auch Durst. Habe ich noch hier aus meinem Schlauch? Bist du zufällig aus Thailand? Oh Gott, das wäre ein Video heute bescheuert. So, ich muss mir ja gerade ein bisschen Wasser abkochen, weil mein Schlauch ist leer. Okay. Ah, ja, ich weiß, dass ich gleich sterbe. Ich muss noch kurz. Jetzt hau diesen Baum kaputt, Alter. So, und wehe, es klappt jetzt nicht, Wasser. Nicht, dass hier wieder die Töpfe sich vermehren. Ja, doch. Ja, auch die haben Bock. Ja. Ich kann das dann anders machen. Nicht, wenn ich mehr Wasser abkochen will. Das ist halt ganz heißes Eisen. Ah, schön. Oh Mann, ich glaube, ich höre gleich auf. Irgendwas stimmt also mit mir heute nicht. Tiefer geht's heute echt nicht mehr. Nee, das ist hier echt Captain-Niveau. Wir sinken. Oh. Trinken. So. Also, das mit Wasser hat geklappt. Nicht, dass das Wasser abbrennt. Sehr schön, Robot, sehr schön. Ah. Naja, viele haben das ja mitbekommen, dass ich da Wasser abkochen wollte mit dem Topf und hinterher waren da drei Töpfe statt einer und kein Wasser für mich. Ja. Echelt hier gerade jemand? Ich. Nee, ich meine Ureinwohner oder so. Ja, ja, ich, also mein Charakter. Dein Hechel, ach so. Mein Charakter hechelt gerade. Also. Ich bin schon mal oben, ne? Falls was ist, schrei einfach. Schrei ich. Ja. Falls irgendwas ist, sag bloß nicht Bescheid. Nee, ich hol jetzt meinen Schlauch raus. Zwei, ja. Ich wollte gerade sagen, und dann pinkelst du die Ureinwohner an. Wie in, ich spiele gerade ein Spiel noch, Bum Simulator, also Penner Simulator. Ah. Alter, das ist so geil, da war so eine Nebenmission. Da gibt dir irgendein reicher Typ Geld, wenn du Passanten anpisst. Es ist so herrlich. Okay. Dieses Spiel ist so durch, aber macht Spaß. Das ist die Hauptsache. So. Was will man mehr? Genau, was will man mehr? So, jetzt sind wir hier oben. Ist eigentlich ganz nett. Findest du ganz nett? Jetzt ist die Überlegung. Die Fischis gehen weg. Wie? Die gehen weg. Ja, die mögen mich nicht. Warum nicht? Weiß ich auch nicht. Ist irgendwas gemacht? Ich fange jetzt irgendwas anderes. Ich habe Hunger. Ja, was ist denn da oben? Die Überlegung. Ja, wie wir da rauskommen. Ach so. Müssen wir da raus? Nö, wir müssen nicht. Ah, oh, guck mal, was für ein schöner Himmel. Wir könnten jetzt aber überlegen, Sonnen, ob wir das Mond weiterziehen, dass wir hier oben so einmal so ein bisschen um den Baum rumlaufen können. Kannst du dir ja gleich mal angucken und sagen, finde ich gut oder was für ein Müll? Mhm. Robot, habe ich das gerade mit so tollem Deutsch gesagt? Früher hatte ich drei Wasser und keinen Topf, jetzt habe ich Wasser, kein Wasser und drei Topf? Ja. What? Ah, eine Nase juckt.
möchte was essen. Ich auch. Irgendwie noch heute. Nee, mein Charakter, ich habe ja gerade erst aufgegessen. Und ich habe keine Schokolade. Ich hätte, wenn mehr Lust auf Schokolade. Oh. Herzinfarkt. Ja, hatten wir letzte Nacht. Wir hatten Fenster komplett offen. Ich auch. Wir auch. Irgendwann hat das geknallt. Das muss hier in der Nähe irgendwo eingerumst sein. Susi saß im Bett. Wirklich. Ich war nur genervt, weil ich so schreckhaft wach geworden bin. Und dann habe ich vorhin mit meinem Vater geschnackt. Der fährt ja immer so morgens um 5 zur Arbeit. Er sagte, das muss irgendwo eingeschlagen haben, weil heute Morgen ging in ganz Lauenburg keine einzige Ampel. Oh, das ist krass. Die waren komplett lahmgelegt. Das ist heftig. Nee, also das war, ich hatte auch das Badezimmerfenster weit auf. Heute Morgen, nein, das war ein abgewandter Homer Simpson-Zitat. Ach so, sehr schön. Oh Moment, hier ist gerade laut, weil ich bin am Wasserfall. Ich höre nichts. So. Was soll ich sagen? Ach, Gewitter. Ja, das Badezimmer stand ein bisschen unter Wasser. Wurde mir heute Morgen noch zugetragen. Und so doll hat es gar nicht gedonnert irgendwie. Es hat irgendwie viel mehr geblitzt, was ja eigentlich schwachsinnig ist, weil Blitz und Donner gehört ja immer zusammen. Ja. Aber es war, der Himmel war andauernd schneeweiß. So doll hat es geblitzt, aber es war kaum Donner. Vielleicht war es auch mehr Wetterleuchten, aber es hat dabei gegossen wie nichts Gutes. Ah, toll. Hat nichts gebracht. Jetzt habe ich da ein Dach drauf gemacht und wir frieren hier in der Butze trotzdem noch. Schön, ich bin draußen und friere. Ah. Wollen wir schlafen? Aber es ist kein Tier. Ja, es ist kein Tier hier. Ich komme mal rein. Ja, ich finde, morgen gehen wir mal ein bisschen jagen. Ja. Wir wollten doch eigentlich noch ins Schneegebiet. Ja, wollte gerade sagen, zu den Waschbären wollten wir noch und zu den Wildschweinen. Obwohl, jetzt bin ich einmal ganz trocken. Obwohl, nee, jetzt zittert schon wieder. Müssen wir jetzt doch einen Boden ziehen? Ach, keine Ahnung. Ich mach mal Feuer, dann wird's ein bisschen wärmer. Ja, hatte ich eben auch schon. So, ich geh pennen. Ja. Guter Plan. Robert, wie war denn das Originalzitat? Ich komme da gerade nicht drauf. Hä? Hä? Wie hä? Ich war der Meinung, ich habe gerade was getrunken, aber er hat doch nicht. Aber er hat doch nicht. So, ich finde, wir gehen zur alten Base. Ich glaube, da konnte man gut jagen, auch fischen. Und ganz viele Rehe gibt's da. Siehst du? Da gehen wir jetzt hin. Yay, oh. Nicht so schnell. Oh. Was, oh? Was ist mit ihm hier kaputt? Also den, ich gehe mal eben runter, der muss da weg. Das geht ja gar nicht. Ich helf dir von hier oben. Hm? Wenn das geht, cool. Nee, kann ich. Nee, geht nicht. Ne? Ich kann nur die Treppe, ich kann nur durchgehen. Ich kann nur unsere Brücke kaputt machen. Ah, ist gleich weg. Ich pack mal kurz meine Butter in den Kühlschrank, ja? Ich bin gleich wieder da. Mhm. Ab mit der Butter. Zu der Mutter. In der Kühlung. Ich stehe am Kühlschrank und höre dich nur jubeln. Nein, ich habe Blödsinn gesungen. Okay. Okay, also Robert schreibt, ich meine, es war, ich habe 3 Kinder und kein Geld. Früher hatte ich keine Kinder und 3 Geld. Ich, ja, kann angehen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Das würde auf jeden Fall zu ihm passen. Bist du am Fallen? Bist du am Fast. Straucheln? Ein bisschen. Ein bisschen.
bräuchte mal bitte ganz dringend ein paar. Oh, ich habe schon noch Beeren dabei. Soll der hier auch weg? Essen. Essen. Ah, hier haben wir noch kein Seil oder so, ne? So. Nee, aber der ist schon doof, ne? Ja, warte, dann bauen wir hier mal eben... Habe ich ein Seil? Ich habe auf jeden Fall Seile dabei. Okay, warte, dann... Wo ist es denn? Ah. Da. Nee, Baumplattform. Da. Kletter den Seil. So. Kletter den Seil. Ich habe auch eins. Ah, wollte da gar nicht runter. Nein. Doch, dann mach du. Oder doch. Ja, okay, hast recht. Du hackst den Baum kaputt, ich gehe schon mal weiter. Wir wollten ja eh ein paar fällen. Die so ein bisschen... Da hinten ist nämlich auch noch einer. Den schnapp ich mir dann auch schon mal. Ich muss gerade mein Söckchen hier anziehen. Ein bisschen kalte Füße. So. Oh, hier ist sogar ein Seil. Das ist ja... So, Perfektion. Einmal umpositioniert hier. Ich hab bald Internet. Ich finde das so toll. Ich bin mal gespannt. Ja. Wie es sein wird, wenn ich umgezogen bin mit dem Internet. Was ist denn mit meiner Nase los? Sie juckt total dolle. Kannst natürlich auch Glück haben, dass es sogar besser wird, ne? Ich könnte hier Glück haben. Ja. Dass du nicht so in so ein Haus kommst, wo du noch so scheiß Kupferleitungen in den Wänden hast. Dann hast du natürlich... Also ich... Ja? Ich glaube, es sind beides nicht die neuesten Häuser. Ja gut, aber wenn es renoviert wurde, ist es ja... Ja. Ja. Mal. Also das machen ja viele... Es windet so. Ja, das windet, stimmt. Machen ja viele, wenn sie das Haus jetzt neu renovieren. Ja. Teilweise auch schon Internetkabel verlegen. Neue. Das in stimmt, den Wänden. Ja. Also ich weiß, dass Freunde von mir und Susi, die wohnen in so einem Reihenhaus. Mhm. Und das wurde, bevor die eingezogen sind, auch einmal kernsaniert. Ja. Und da haben sie im Endeffekt dann auch so Internetkabel verlegt, dass du wirklich in jedem einzelnen Raum dein Internet abzapfen kannst. Also die haben wirklich bis in jeden cool. Raum diese Cat7-Kabel verlegt. Fand ich nicht schlecht. Gott, wie schlecht ich bin. Na, ah, guck mal, hier ist auch noch so ein Drecksbaum. Bleib stehen, Bambi. Du bist schon am Jagen? Ah, ja, weil es mir gerade vor die Füße gelaufen. Oh. Ich habe Besuch. Jetzt ist sie weg. Habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Bambi. Muss das jetzt sein, Aha. Leute? Wo ist es denn jetzt hin? Alter, ich bin schon am Flugzeugwrack hier. So weit bin ich diesem scheiß Bambi gefolgt. Jetzt ist okay. Es weg. Da bist du ja wieder in die andere Richtung gelaufen. Ein bisschen. Ich guck mal, was ich hier so finde. Ja, mach mal. Ich gehe mal kurz in unsere alte Base, weil mich nerven hier gerade ein paar Kannibalisten. Ja, mach das. Oh, gut, hier sind noch so ein paar Köpfe, falls wir was zu essen brauchen. Was sind da noch? Köpfe, falls wir was zu essen brauchen. Okay. Ja, nur war der erfinderisch, ne? Da bist du. Ach, war das Flugzeugwrack da? Ah. Ja, ist gar nicht so weit weg. Ah, okay. Ja, nee, dann bist du doch nicht in die falsche zurückgelaufen. Ich war der Meinung, das Flugzeugwrack liegt hinter unserer alten neuen Base, aber... Nee. So weit nicht. Ah, ja. Hab ich mich geirrt. Weißt du, Irren ist männlich. Ja. Wo ist das? Komm, Fischi. Ach, scheiß Vieh. Ah. Da seid ihr. Hier, komm her, komm her. Hab ich mich gerade erschrocken vor dieser blöden Wurzel hier. Ich habe ein Häschen und ein Eichhörnchen bisher. Ich hab schon mal zwei Fische. Das ist auch gut. Das Problem ist, dass man nur drei mitnehmen kann. Das ist...
Ja, das stimmt. Doof gemacht, aber egal. Dann gucke ich halt, ob ich noch was anderes finde gleich. Ah, wo seid ihr? Hier nicht. Die jetzt wohl her. Wo ist das Häschen jetzt hin? Danke. Der ist nicht. Da. Ach, oh, so ein Eichhörnchen. Nee, ja. So, kann ich jetzt Mist. In Ruhe nochmal diesen Baum wegmachen? Oder kommen gleich wieder Kannibalisten? Also eigentlich waren ja auch mal voll viele Rehe, oder? Eigentlich ja. Aber du bist auch... Nee, du bist richtig. Na, endlich hab ich's. Na komm jetzt. Bambi. Okay, das war zu viel für das Spiel. Oh, wieso, was passiert? Naja, ich hatte hier einen Baum in der Hängebrücke und direkt am Fundament dran. Und als ich den Baum eben gefällt habe, wollte er nicht wirklich umfallen. Das heißt nicht Karnevalisten? Ach so. Nee, ja. Heißt das nicht Karnevalisten? Ja. Tja, kann man auch so sehen. Können auch AfD-Wähler sagen. In Nordrhein-Westfalen heißt das bestimmt so. Ja. Wie gesagt, könnten auch AfD-Wähler sein. So, hast du was? Da. Ja. Es rennt weg. Muss ich ducken. Kräusel dem Reh hinterher. Nein, du hast mich gar nicht gehört. Wieso rennst du schon wieder weg? Mann. Blödes Getier. Hier waren immer voll viele. Was ist denn hier heute los? Wo sind die ganzen Bambis? Ja, dann, wenn du sie brauchst, sind sie nicht da. Ist ja, ja klar. Ja. Hat sie auch noch gereimt, Alter. Geil. Ja, also die Jagd gestaltet sich richtig gut. Was für eine Kacke. So. Am besten ist immer noch hinterherrennen. Bambi backt fest. Bambi tot. Meinst du wie das hier? Ah, oh, ich kann schon nichts mehr aufnehmen. Kannst du noch was aufnehmen? Ja, Moment. Ja, genau wie das meine ich. Du, ich mach's mir ganz einfach. Ich mach mal schnell ein Lagerfeuer, ich habe nämlich Hunger. Okay. Mach mal. So. Guck mal, da ist noch eins. Ja, hinter dir, ne? Ah. Was ist das denn? So, oh, kann ich auch. Hab mal gleich zwei raufgetan. Hi! Treffe alles, nur nicht das Bambi. War das gerade normal? Was denn? Das hat sich so angehört, als wenn ich bei jedem Schlag... Oh, jetzt kann ich das Fleisch schon wieder nicht aufnehmen. Warum nicht? Warum ich ist weiß das nicht, zu viel? Ich das Feuer gemacht habe. Ach, da vorne ist es. Ein Bambi kann ich nur mitnehmen? Nee, eigentlich drei. Aber du hast vielleicht schon anderes Fleisch noch? Fische, ja. Fische. Was wollte ich jetzt also eigentlich sagen? Also einmal Fleisch ist mir fertig, wenn du Hunger hast. Wenn du Hunger hast, hier einmal Fleisch ist fertig. Ja, nimm mir mit. Es hat sich eben so angehört, bei jedem Schlag hat das Bambi so gemacht. Mhm. So ganz leise. Okay. Kann natürlich auch ein Vogel gewesen sein, aber. Wirklich? Und es hat einfach nur gepasst. Na gut, dann gehe ich jetzt einmal nach Hause. Und oh, wir kriegen eh Besuch. Oh, habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. Hier ist ein Seil. Zum alten oder zum neuen zu Hause? Neun. Da wollte ich jetzt ein bisschen Essen aufhängen. Und dann können wir vielleicht noch mal los. Und dann haben wir vielleicht genug. Ja. Ja. Mach's mal den Harten da unten. Ach da. Das müsste ja die richtige sein. Hier sind noch zwei blutige Bambis. Sag mal, warst du hier schon mal? Also ich habe auf jeden Fall eben eins angeschossen und das ist dann weggelaufen. Okay. Ist auch so geil, ne? Wenn man ganz normal geht, dann klong, klong, klong. Wenn du läufst, hörst du gar nichts. Ah, doch, jetzt. Eben habe ich gar nichts gehört, als wäre ich ein Ninja. Wer schreibt mich hier denn an von der Seite? Ach, da rennt jemand ganz nett. Hi! Na? Tschüss.